Hallo zusammen, ich werfe ein bisschen einen Blick zurück. Wir haben zum Beispiel diese Truhe von Sundancer im Sortiment, die bauen wir hier in der Schweiz. Und das ist eine Truhe, die sehr dick isoliert ist. Also wenn man hier hochschaut und die Isolation misst, wir sehen hier die Truhe, die hat rund 11 cm Isolation. Und wir haben einen Stromverbrauch von etwa bei Kühlen, das ist eine Kühltruhe, keine Tiefkühltruhe, von 3 bis 4 Watt mit 160 Liter. Wenn ich dann diese Truhe nehme hier, die auch relativ gut ist, die hat einen Energieverbrauch von 8 Watt und hat nur 28 Liter Inhalt. Warum baut man heute nicht mehr solche Kühlschränke, sondern wir haben dann Kühlschränke, die dann irgendwo um die 30 Watt ziehen mit dem Volumen. Aber früher war das ganz anders. Heute habe ich so ein Solarpanel hier. Das reicht für diese Truhe hier. Früher zum Solarpanel. Zu den Zeiten, wo Wemo angefangen hat, Kühlschränke zu bauen, 1000 Euro gekostet. Heute sind wir bei 110 für aktuell dieses Panel. Wir sehen hier ein Foto von 1986. Und wenn ihr den Wemo-Auszug kennt, seht ihr hier, dass hier ein kleiner LKW steht mit dem Wemo. Aufschrift und hier drüben ein Zelt mit den Anfangsbuchstaben Mo wie Monhard und davor seht ihr ein Solarpanel, was ich euch gezeigt habe und eine Solartruhe sowie hier auch Solarschränke. Was ist das für ein Foto hier aus 1986? Dieses Zelt war in Zusammenhang mit der Tour de Sol von 1986. Ich zeige euch hier einen Ausschnitt vom Schweizer Fernsehen. Die ersten beiden Fahrzeuge, die man hier zeigt, sind alles Rennsolarmobil ohne Zusatzantrieb von der Kategorie 1. Formel 1 von der Solarmobil sozusagen. Die Rennsolarmobil ohne Zusatzantrieb und Aufweichungsbatterie und Kontrolle hat keinen Zusatzantrieb. Während die schnellen Rennsolarmobile von der Kategorie 1 schön Murano nach Biel fahren, haben wir auf der Waldenburger Seite Solarfahrzeuge für eine langsamere Kategorie angeschaut. Das Fahrzeug von Romeo Gridelli. Romeo Gridelli aus Stein am Rhein hat immerhin den ersten Platz belegt. Wenn ihr den Film anschaut, das verlinke ich euch. Und Romeo Gridelli hat bei Wemo gearbeitet. Aber hier der Fahrer, das war nicht Romeo, weil der Herr Badertscher. Das ist ein Rennsolarmobil mit Zusatzantrieb. Der Fahrer trampelt mit und fährt so mit einem flotten 30er der Pass drauf. Die Rennsolarmobil mit Zusatzantrieb fahren in der Kategorie 2. Wenn ihr euch mehr interessiert über diese Solar Tour de Sol, ich mache euch das unten als Link, die Videos, die damals vom Schweizer Fernsehen oder Fernsehreportagen erstellt wurden, verlinke ich euch unten drin. Ja, ihr seht auch in der Dokumentation oder in den Fernsehpräsentationen, was die Panels teilweise gekostet haben. Da sind wir bei einem Bruchteil und heute kann ich zwei so Panels hochhängen. Ich habe dann so einen einfachen Regler, früher waren das hochkomplizierte und der bringt zum Beispiel 30% mehr aus den Panels raus, weil es ein MPPT-Regler ist, also Maximum Powerpoint Tracking. Der schaut immer, wo ist der Idealbereich des Panels. Das ändert mit der Lichteinstrahlung, mit dem Lichtwinkel und so weiter über den ganzen Tag und der taktet das.
und holt das Optimale aus den Panels raus. Dann brauche ich noch eine Batterie, jetzt hier eine leere. 100 Amperestunden Batterie. Früher hat man da Bleibatterien reingesetzt, die waren sehr schwer. Solarfahrzeugen waren vorwiegend Bleibatterien eingesetzt. Im ersten Rennen haben sie Mercedes nicht disqualifiziert, aber im zweiten Rennen waren dann Silber-Zink-Batterien verboten, weil die hatten zum Beispiel Mercedes hatte 18 Kilogramm Silber in den Batterien verbaut. Brauche ich noch so ein Kabel vom Panel runter auf den Regler. Der Regler ist dann einfach anzuschließen. Und dann brauche ich zum Beispiel so eine Alphütte oder im Schrebergarten vielleicht nicht so eine dick isolierte Truhe, sondern es reicht so eine Truhe. Und dann habe ich ein komplettes Set, den Katalog, den verlinke ich euch natürlich unten drin, über Stromversorgung, Kühlboxen, da sind auch Muster drin. Wir haben jetzt aber einen Abschlag auf den Batterien, da sind noch die alten Preise drin. Und so kann ich im Schrebergarten eine kleine Solaranlage aufbauen. Heute geht man eben bei den Solaranlagen Platten, Panels höher, weil sie nicht mehr so viel kosten. Ich verlinke euch hier das Video von dieser Kühlbox und im Videobeschrieb unten all diese Dokumentationen über diese Solarrallye. Irgendwie werde ich es finden und ich wünsche euch einen schönen Tag.